Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns nach sehr intensiven Verhandlungen zwischen CDU und CSU geeinigt. So wie es dargestellt wurde, Affentheater, Schmierentheater, Chaos, was auch immer, also die Begriffe halte ich für falsch, weil das, wenn es hart auf hart kommt, wird halt so verhandelt. Ich glaube aber schon, dass ein Grund, warum man sich nicht einigen konnte und sich erst jetzt einigt, auch dass das einfach das persönliche Verhältnis zwischen Frau Merkel und Herrn Seehofer ist. Die können nicht miteinander und sie können jetzt nach diesem Streit noch weniger miteinander. Deshalb glaube ich, dass wir heute nach hartem Ringen und schwierigen Tagen einen wirklich guten Kompromiss gefunden haben. Dieser Streit um Zurückweisung scheint jetzt erstmal gelöst zu sein. Aber das ganze Klima in der Koalition zwischen den Parteien ist erstmal auf einem, vielleicht nicht im Gefrierpunkt, aber dem doch sehr nahe. Alles, was jetzt kommt, wird im Schatten dieses Streits irgendwie stehen. Selbst die Frage, wann entscheidet Frau Merkel, ob sie aufhören will oder nicht, wird auch im Lichte dieses Streits gesehen werden, von ihr selber und auch von der Öffentlichkeit. Die SPD hat sich ja bislang sehr zurückgehalten in der ganzen Auseinandersetzung. Und das Überraschende heute Morgen ist, würde ich sagen, dass die SPD jetzt nicht unbedingt sofort sagt, nein, das tragen wir nicht mit, sondern sie stößt sich nur an einigen Begriffen und weist eben auf den Punkt hin, dass es ohne Absprache mit Österreich wohl nicht gehen werde. Das Wort, was wohl geändert werden soll, ist der Begriff Transitzentrum. Das hatte die SPD vor mehreren Jahren abgelehnt, als es schon mal im Gespräch war, allerdings für eine wesentlich größere Gruppe von Asylbewerbern, eigentlich für alle. Ich verstehe nicht so ganz, warum jetzt unbedingt das Wort geändert werden muss, weil die Sache bleibt dieselbe. Aber das ist vielleicht für die SPD ein Ausweg, um sich dann doch noch dazu durchzuringen, dem zuzustimmen. Ich glaube, kurzfristig wird die CSU für die Landtagswahl im Herbst nicht viel gewonnen haben, weil es einfach nicht gutiert wird, wenn sich Parteien so zerstreiten. Also ich glaube, die Wähler wollen doch einfach Ordnung, Entscheidungsfreude und Schnelligkeit oder Reibungslosigkeit, sagen wir mal so. Deswegen wird das kurzfristig der CSU schaden. Langfristig bin ich mir nicht ganz so sicher, ob es der CSU nicht nützt, denn sie hat sich durchgesetzt. Die Politik findet in Umfragen Zustimmung, also große Zustimmung. Und wenn jetzt nicht im Monatsrhythmus wieder solche Streitereien kommen, könnte das durchaus sein, dass im Oktober viele Leute sagen, ja, das, unterm Strich hat die CSU dann doch unsere Interessen ganz gut verfochten. Und umgekehrt muss man sagen, dass die AfD, dass der AfD die Munition so ein bisschen ausgeht. Und die Vorschläge, die sie jetzt noch machen kann, da werden auch viele merken, dass die einfach nicht realistisch sind. Das spricht eigentlich dafür, dass die CSU vielleicht stärker werden könnte, als das jetzt scheint. Diese klare Übereinkunft, die in allen drei Punkten, die Sie gleich hören werden, meiner Vorstellung entspricht, erlaubt mir, dass ich das Amt des Bundesministeriums des Innern für Bau und Heimat weiterführe.